Das bin ich, der jüngste Astronaut aller Zeiten. In meiner Heimatstadt kannte jeder meinen Namen. Alfons Zitterbacke. In Wirklichkeit bin ich nur ein echter Pechvogel, der seit Ewigkeiten nur einen Traum hat, Astronaut zu werden. Das war Absicht. Astronautentraining. Astronautentraining. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie Astronauten in der Schwerelosigkeit auf die Toilette gehen und wie das genau funktioniert? Das hier, das ist Emilia Held, eure neue Mitschülerin. Hallo. Alfons, was ist mit dir los? Nix, ich habe ein kleines Schlückchen getrunken. Bitte, was hast du? Komm her, komm her. April, April. Sowas ist kein Scherz, Alfons. Ab ins Bett! Meine Eltern sagen, ich hätte viel zu viel Fantasie und machen sich deswegen große Sorgen. Alles klar, Alfie? Alles unter Kontrolle. Alfons, schick mir bitte Sergei raus. Ich denke, zu zweit können wir den Tank jetzt abdichten. Gesucht werden Ideen, welche wegweisend für unsere fliegerische Zukunftsvision sind. Willst du da mitmachen? Träum weiter, Zitterkacke. Wenn ich gewinne, macht dein Streberfreund ein Jahr lang meine Mathehausaufgaben. Nein. Wenn ich gewinne, dann lässt du mich und meine Jungs in Ruhe. Deine Jungs? Seine Jungs? Wir brauchen eine ganz neue Idee. Und ich weiß auch schon was. Was denn? Das Wunder der Chemie. Eine hochexplosive Kombination. Zitterbacke! Willst du mir nicht mal zeigen, wie dein Astronautentraining funktioniert? Wir bauen eine Wasserrakete. Wir brauchen nur ein paar Stöcke, ein Stück Schlauch und eine leere Colaflasche. Guck mal, das Checker Tobi. Ja, cool. Was ist denn das Besondere an dieser tollen Rakete? Wir setzen auf wiederverwendbare Energiequellen. Hey, Kleiner, der Recyclingmüll, der ist da drüben. Ihr Rotzlöffel, ich will was sehen. Lebe deinen Traum. Auch wenn die anderen sich nicht trauen. Hallo, Alfons. Glaub an dich. Und mach's gut. Zeig's mir jetzt, was du drauf hast. Alfons Zitterbacke, das Chaos ist zurück. Bald in deinem Kino.